Das Wiener Kaffeehaus. Eine Institution mit Weltformat. Erst kürzlich von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erhoben. Eines der bekanntesten Cafés, das Landmann an der Wiener Ringstraße. Wahrscheinlich liegt es an seiner Nähe zu Parlament, Rathaus und Burgtheater. Eine Bühne für wichtige Leute und für den einst berühmtesten Kellner Wiens. Und einmal noch bitte zu mir, warte, einmal noch. So, einmal noch bitte, ja, der gehört zu mir bitte. Der Herr Robert hat einen Glorienschein. Er repräsentierte etwas, was es teilweise nicht mehr gibt in diesem Berufsstand. Ja. Man hat das Gefühl gehabt, man wird erwartet. Man hat das Gefühl gehabt, man ist in guten Händen. Obersein, Chefobersein, das war das Seine. Für mich eine Art Inkarnation des Berufsstandes. Aber seit er weg ist, gibt es keinen Oberkellner mehr, oder? Das ist richtig. Also dieser Mythos, der ist mit ihm ausgegangen bei der Tier das letzte Mal. Das gibt es nur mehr die Ober. Den Oberkellner gibt es nicht mehr, ne? Lieber Herr Robert, das sind die Rosen, das sind für die vielen Rendezvous. Wie man als Kellner zum Star werden kann. Herr Robert hatte die beste Bühne dafür. Viele glaubten sogar, das Landmann gehöre ihm und nicht dem jungen Cafetier Bernd Querfeld. Gerhard hat damit genug schon, gell? Aber bitte. Einen Kellner wie den Herrn Robert, kann man den ersetzen? Nein. Nicht, dass er unersetzbar ist. Ja. Also denk mal, auch wenn es ist halt wie die Lichtung in einem Wald. Ja. Da fällt ein großer Baum um und schafft viel Licht und Raum für andere kleine Pflänzlein, die dann auch zu Bäumen heranwachsen. Sogar die Nachbarn aus Parlament und Rathaus sind gekommen, um den Herrn Robert würdig zu verabschieden. An seinem letzten Arbeitstag, damals Ende 2003, wird er mit Udo Jürgens, Peter Alexander oder einem Thomas Gottschalk auf eine Stufe gestellt. Jetzt haben wir ja Ihnen Kaffee. Ja, sind mit Ihnen sitzen, oder was? Nein, mach mal im Stehen. Moment, stehen. Oberkellner Herr Robert bekommt den goldenen Rathausmann. Wer den Tag ein wenig nobel beginnen will, der muss sich heute wie damals etwas gedulden. Das Stammlokal der wichtigen Leute sperrt erst um 7:30 auf und muss noch fein gemacht werden. Das ist mein letzter Fleck. Den habe ich jetzt schon mindestens 10 Jahre schon. Jetzt geht auseinander, der weiß, dass ich aufhören will. Hemden muss man jeden Tag ein frisches anziehen? Jeden Tag. Das ist ja, ich habe da mindestens 15 Hemden da drin. Und ich weiß immer, man weiß ja nicht genau. Ne? Der eine schiebt sich mit der coolen Suppe an, der andere mit dem Kaffee hängt die an. Ne? Ne? Genauso wie Smoking. Ich habe da 3 Smoking hängen da, ne? Immer frische, dass da ja nichts passieren tut. Ne? Und jetzt kommt das Wichtigste da, dass man nicht stinken kann. Verstehst du, dass man gut riecht? Ne? Ja, verstehst du? Und mal ein bisschen auf. Was hat er gesagt? Siehst du das? Da riecht es ganz anders. Dann riecht es nicht nach dem Schweiß. Gell? Das war ein Trick von mir, den hat keiner noch gewusst. Ne? Jetzt sehen wir es fast alle. Ne? So ist das. Gut. Als Oberkellner darf er den langen Kaffeehaustag eröffnen. So, warte, das gehen wir da her. Schon vorher hat er jedem seine Rolle zugeteilt. Und der Herr Robert ist ein guter Chef? Ja, super. Kann man nichts sagen. Wie bitte? Super ist er. Was soll ich mir denken, der schimpft über mich? Bitte, Robert. Da schau, meine liebe Gräfin ist da, die Frau Minister. Sehr, dass wir gut sind. Ja, ist das eine Begrüßung? Was? Ist das eine Begrüßung? Gut. Frau Gräfin, wie immer, oder gibt es heute was Neues? Wie immer, gut, gerne, gut. Gleichzeitig als Gräfin und Ministerin betitelt werden, das gibt es nur bei Herrn Robert. In Wahrheit ist sie Geschäftsfrau und heißt mit Familiennamen Graf. Was ist das wie immer bei der Frau Graf?
Na, die kriegt immer so. Zwei Hebelkaffee kriegt sie jeden Tag immer. Nicht? Einen halben Liter Wasser dazu kriegt sie. Mhm. Weil sie raucht ja sehr viel. Man merkt ja. Für zwei Jahre aufgehört zum Rauchen. Und jetzt raucht sie wieder und dadurch braucht sie viel Wasser. Die kleinen Laster und Vorlieben seiner Gäste. Herr Robert kennt sie fast alle. Robert, Robert, bitte noch einmal. Was meinst du? Noch einmal. Ein Kaffee, dann werden wir den Gehänger einkaufen. Und ein? Kübel Wasser mal. Ein Kübel im Burgenland, da gibt es ja kein. Gibt es einen Grafen auch im Burgenland? Nein, Kübel. Okay. Ich gebe mir meinen Kübel Wasser. Im Landmann werden allerwichtigste Gespräche geführt, weiß Herr Robert. Hier kann man auch andere bei vertraulichen Terminen beobachten. Oft sind auch bekannte Gesichter darunter. Ich habe eine Zitrone ausgepresst, ja? Dankeschön. Okay. Und die Sackerl daher, gell? Gut, ein Wasserl. Du, willst du ein Wasser? Ein Schluck? Du auch? Ja, bitte. Ich sage ich. Vieles, was hier besprochen wird, steht am nächsten Tag in der Zeitung. Wenn er jemanden nicht kennt, fragt man immer. Kennst du den? Weißt du, wer der macht? Was der macht? Und dann ist sehr neugierig und davon lebt er ja. Durch dieses Wissen und durch dieses Kennen der vielen Leute hat er natürlich ganz, ganz großes Spektrum und eine Machtposition hier. Schon? Ja, natürlich. Ein Privilegien, kriegt ein frisches Frühstück gleich. Da kriegt das nicht jeder, oder was? Nein, nicht jeder. Also nur meistens immer diese charmantesten Gäste, was zu mir immer halten kann. Oder dir kurz Trinken geben? Von Trinken redet man nicht, gell? Das wissen die Gäste. Sechs Personen, ja, ja. Das ist, ich führe sie hin, ja? Wo der Herr mit wenig. Ja. Alles, wie sieht denn gar nicht, brauchen die von Ihnen? Okay. Ja. Komm gleich, gell? Als Oberkellner ist er der Herr der Tische und bestimmt, wer wo welchen Platz bekommt. Gibt es Leute draußen, die Privilegien haben eigentlich so Gäste? Nein, die sind alle geil. Bei mir sind alle geil. Nicht schaut so finster. Bei mir sind alle geil. Stimmt das? Gibt jeder seinen Tisch. Der eine einen schöneren, der andere einen kleinen und der andere einen größeren. Ja? Oder? Stimmt das? Außer es kommt der Bundeskanzler oder der Bundespräsident, der muss ihm schon einen Tisch geben. Nicht? Mit Blumen natürlich. Ne? Aber weiß gedeckt sind eh bei uns alle Tische. Gell? Wissen Sie, was der Herr Robert für Landsmann ist? Na, hört man das? Wissen wir nicht, gell? Ja, Gärtner, ja. Ja. Werner, ja, Stritzi, gell? Ja, habe ich ja schon gesagt. Welcher Landmann sind Sie, wenn Sie... Bitte? Was für ein Landsmann sind Sie? Burgenländer. Ein Burgenländer? Ein Stolzer, Krawat. Was wir das ist? Wir sind unsere Feinde. Na, Gott sei Dank. Da gibt es ja gerne auch Bergzeuge. Sein Wiener Schmäh hat jahrelang über seine wahre Herkunft hinweggetäuscht. Sein Nachname... Für viele ein Geheimnis. Ich war wie viele Personen? Vier? Drei. Bitte, nehmen wir gleich da vorne. In fast 30 Jahren im Landmann haben sich unzählige Geschichten angesammelt. Auch über diverse Bundeskanzler. Wissen Sie noch, was die getrunken haben eigentlich und gegessen haben? Ja. Das sollte ein guter Oberkönner sollte das wenn wissen, oder? Wenn wollen Sie wissen? Ja, was? Der Sinowatz hat immer gekriegt, ein Gulasch und ein Selbbier. Das war ihm das Liebste. Der Kreisgott Gott ist ein Schinkenbrot oder ein Schinkensemmel, ja, ein Mineralwasser, aus. Der hat immer einen Kaffee getrunken. Und zahlt hat immer der Kommissarat klein, nie er. Wollt ihr was wissen? Für Herrn Robert waren die Gäste stets die schönsten und charmantesten. Und selbstverständlich immer jung. Wunderschönen guten Tag, grüß Gott. Die lieben Ladies sind wieder da, gell? Wie jeden Mittwoch dasselbe, gell? Oder? So ist es. Und wie lange kommen schon her zu mir? Seit 30 Jahren. 30 Jahre? Nein, vielleicht 40. Da legen Sie mich wieder an, ich bin erst 29 da. Ich habe dort nicht nichts. Was für nicht? Irgendwas Trockenes. Entweder einen trockenen Kuchen oder. Ja, oder Brioche-Gipfel oder was? Nein, das ist. Ich bin nicht zu trocken wieder, gell? Zu trocken. Ich bringe Ihnen was Trockenes, ne? Gut. So. Ein Waldbeerfleck, liebes Fräulein. Und was Trockenes möchte ich gerne haben. Was nehmen wir, was Trockenes? Die Wiener Damen sind den das... Den Kugelhupf nehmen, gell? Bitte. Die Wiener Damen sind das ihre Wellenlänge? Ja, die sind jeden Mittwoch bei mir. Die kommen schon jahrelang. Also, ich glaube, über 20 Jahre sind die schon da bei mir. Ja.
Sind gute Gäste, Damen? Die sind sehr lieb, ja, ganz nett. Die haben nur rauchen dort die eine. Das ist das Einzige, was einen Fehler haben. Ne? Dass die einzige Dame da immer rauchen tut. Herzlein, gib mir meine. Na bitte, na, der sagt Herzlein zu der Prinzessin da. Und die Liebe hat es mir versprochen, was macht's? Ihm gibt es, bitte. Stimmt das? So, meine Ladies, schau her, da wird ein Kugelfer gebracht. Das ist Bröseln, gell? Gut, und den Waldbefleck bringe ich und einen kleinen Schwarzen. Ist ja ein Mann, den man. Eigentlich schon. Ja. Ja. Als Mann oder als Kellner jetzt? Nein, ich finde, er ist nicht nur als Mann, sondern auch als Mensch. Und wenn man ihn dann weggehen sieht von hier, wenn er dann elegant angezogen hier abmarschiert, wenn er fertig ist, ist köstlich. Und das ist wirklich elegant und schön und einfach ein Herr. Ja, so ist es. Lokale wie das Landmann gibt es nur in Wien. Und deshalb hat Herr Robert nie im Burgenland arbeiten wollen. Er hat sich immer nur die feinsten Häuser im Wiener Nobelbezirk ausgesucht. Dort, wo auch gutes Geld zu verdienen war. Als junger Kellner durfte er ein paar Mal sogar bei den schönen Mädels im Moulin Rouge aushelfen. Und in einem Innenstadtcafé hat er auch seine Ehefrau kennengelernt. In Wien arbeiten, ja, aber in Wien leben, das hat Herr Robert nie gewollt. Er fährt daher täglich nach Hause, ins Burgenland. Ein Tagespendler, wie tausende seiner Landsleute auch. War das eigentlich Ihr Traumjob, Kölner Wien? Ja, das war schon immer. Ich bin schon immer mit 7, 8 Jahren in der Schule, haben wir schon gespielt, oder nicht? Und da weißt du, da müssen immer sagen, was weiß ich, der wird das werden, oder was, haben wir schon gespielt, schon, nicht? Das war immer schon mein Traum. Warum das? Ist das so ein schöner Job? Nein. Kannst du noch einmal umlaufen, Leute bedienen, in der stickigen Luft sein? Und immer schmäffeln. Mit jedem tue ich irgendwie schmäffeln. Und das macht mir schon sehr viel aus. Also immer die Sture. Und jetzt nur zu Hause gewesen war, nur auf der Landwirtschaft. Mit wem soll ich da reden? Mit Traktor oder mit wem? Und da kann ich da mit jedem. Und es sind jetzt sehr berühmte Leute gekommen. Das siehst du ja immer. Ne? Ja. So was kannst du nicht aus der Ruhe bringen, hä? Ich kann nichts aus der Ruhe bringen, so was kann man nicht überhaupt. Ne? Auf einem Feldweg bei Pandorf im Nordburgenland. Das ist der Bianchi Berg. Sag ihm, der Traktor geht mir nicht, der soll rausgekommen, der ist angestorben und der geht mir nicht. Der Starter hängt mir, ja? Okay, gut, danke. Traktoren, die früher schlecht oder gar nicht angesprungen sind, hat Herr Robert genug. So, junger Mann, das ist ein Steirer. Ein Steirer, 15er Steirer. Der kommt aus der Freudenau. Der ist gestanden, mindestens 10 Jahre ist er gestanden dort, verrost, verdreckt. Und jetzt kann man restaurieren. Also Sie können Ihre, sag ich mal, Kontakte vom Landmann schon gut ausnutzen. Das ist verständlich, ja. Ohne Landmann würde ich das nicht so viel haben. Nicht? Ich zeige euch einmal die schönsten Traktoren von ganz Österreich. Ja? Bitte. So was gibt es nur bei mir. So was nicht angeben. So was gibt es nur bei mir, bitte. Wir müssen mal schauen, was das für ein Baujahr da ist, bitte. Ja? Schaut einmal hin. 82 Jahre ist dieser Fortson alt und soll so viel wie ein Mercedes gekostet haben. Für seinen sparsamen Bruder ist dieses Hobby viel zu kostspielig. Ebenso wie in Wien ins Kaffeehaus gehen. Der Kaffee oder was auch. Und die Torten ist ein Arzt. Ich war einmal vor 10 oder 15 Jahren mit einem drin. Da bin ich, wir waren in Rothaus, waren die Darmritzer drin. Dann habe ich gesagt, komm, gehen wir zum Robert hin. Nicht? Hat er gesagt. Ja, wir haben dort einen Schnitzel gegessen. Dann trotzdem, vor 10 Jahren hat es schon ein Schnitzel gekostet, 120 Schilling. Da hat mir der draufgestanden. Dort gehe ich nicht mehr rein. So, meine Herren, darf ich weiterführen? Weiter, Zeit für sein Spielzeug blieb für Herrn Robert früher nur am Wochenende. Ja. Schlüssel steckt man rein. Gas ist da. Schau her, und der geht schon. Duff, duff. Na, ist es? Ja. Neue
29 Jahre war er Oberkellner einem Landmann und nie soll er auch nur 5 Minuten zu spät zur Arbeit gekommen sein. Grüezi. Geh dich gleich umziehen, gell? Ende Dezember 2003. Das Landmann wird winterfest gemacht. Ein paar Tage noch darf Herr Robert im Mittelpunkt stehen. Dann ist Schluss. Bitte, Generaldirektor Gruber, einer der größten Förderer für die Fußballer gewesen, aber jetzt nicht mehr. So. Also kennt ihr jeden, der einer kommt, oder? Fast jeden, also nicht. Scott, fast jeden, aber nicht alle. Mann. Das ist ja meistens unsere Stammkiste. Grüß Gott. Wiedersehen. 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 Sind Sie eigentlich von Natur aus so freundlich oder ist es berufsbedingt? Das ist Beruf. Ich bin ja immer ein freundlicher Mensch. Nicht? Ich gebe schon eine Freundlichkeit, oder? Da lernt man immer dazu. Und es geht nur in diesem Beruf, kann man nur freundlich sein. Weil anders gibt es ja überhaupt das nicht. Nicht? Aber wenn man irgendwie kein Schmähne dazu hat, ist ja das, braucht man das nicht lernen. Nicht? Wollen Sie immer Schmäh führen? Immer. Ich lebe von dem Schmäh und von Trinkgeld. Nicht? Was kann ich für Sie noch tun, meine lieben Damen? Zahlen bitte. Sie wollen mich verlassen mit einem Wort, gell? Ja, gut. Und Sie wollen die Rechnung haben? Ja, bitte. Gut, gerne. Mausi! Extra deswegen. Wie geht's? Jetzt ist das ist die wichtigste Person. Das ist meine Freundin. Da, dran Sie nach oben ein bisschen. Da, bitte. Da, sehen Sie? Bitte, das ist das. Ein allerliebster. Sehen Sie, haben Sie gehört, was das ist? Haben Sie gehört? Haben Sie gehört? Allerliebster? Okay, Doktor, schau, wie es da ausschaut, wie in Griechenland. Kein Speisgarten, nichts da, oder? So liebevoll Herr Robert mit den weiblichen Gästen umging, so streng konnte er mit seinen Mitarbeitern sein. Na klar, also, ich meine, seine First Position, die hat er schon. Na klar, ich meine, er kann auch anders sein, als wie er jetzt im Moment ist. Also wenn er auf 100 ist, da ist am besten, man geht in den Keller und raucht sich eine an. Er teilt gern aus, einstecken tut er eher weniger gern. Aber weh, wenn man tut ihm ein bisschen unter Anführungszeichen beleidigen, dann ist er Das ist er ganz. Das mag ich überhaupt nicht. Ist Lativa? Ja, eine kleine, oh ja. Pass auf einmal. Geben Sie mal die Hände aus dem Sack und dann reden Sie mit mir. Ja, so schaut das aus, gell? Ja. Kommt der Lausbau auch? Wir brauchen einen Tisch. Ob der Lastbau kommt, ja, dann sitzt er da. Sie lassen es anschaffen mit sich? Was? Sie lassen es anschaffen mit sich? Nur mehr ganz kurz. Das waren noch Zeiten, als im Landmann nach Lust und Laune gequalmt werden dürfte. Oft eine Qual für einen Nichtraucher wie Herrn Robert. Doch es half ihm, sich auf die Pension in frischer burgenländischer Landluft freuen zu können. Als Herr Robert im Landmann begann, war er einer von 3 Kellnern. Jetzt sind es mehr als 10-mal so viele. Das Traditionscafé ist mit Herrn Robert und Herr Robert mit ihm groß geworden. Glauben Sie, war das Landmann das, was es ist ohne Sie? Glaube ich nicht. Nein, schaut, du darfst nicht vergessen, das ist ein Einsatz bei mir. Das ist ein richtiger Einsatz. Ich glaube immer, das Geschäft gehört mir. Vor nunmehr 8 Jahren hat Herr Robert sein Arbeits- und Wohnzimmer verlassen. Seine orthopädischen hatten endgültig ausgedient. Wir wollten damals wissen, ob es ein Landmann auch ohne ihn geben wird. Oh ja, tschau, ich habe das immer so, dass ich die immer beruhigt habe und so. Ich habe gesagt, tschau, es geht, ohne mir geht es auch, es geht alles. Ja? Aber nicht diese Betreuung, was bei mir gehabt haben, ne? Die wird einer fehlen, ne? Die Ansprache, nicht, dass ich jedem gesagt habe, was weiß ich, Exzellenz oder was weiß ich, Doktor oder Direktor oder was. Meine Herren, Wiederschauen, alles Schöne. Er ging als berühmt-berüchtigter Kellnerstar Herr Robert und kehrt zurück als Pensionist Robert Böck. Tag, die Herren, grüß dich. Als Gast. Es ist das erste Mal seit seinem Abschied. Das müssen Sie aber nicht aufstellen. Grüß Gott. Ja, sicherlich. Ja. Das ist Lauser. Das ist der größte Lauser. So. Ist es nicht für Sie schön, wieder mal da zu sein? Nein, das ist schön. Das ist wie viele Jahre waren Sie hier, Herr Robert? Ja, fast 29 Jahre. 29 Jahre? Ja.
Na, was sagen Sie? Zugenommen haben wir auch, nein? Nein, haben Sie nicht. Oh ja, ein bisschen schon. Nein, Sie sind. Na, 4 Kilo mehr. Das fehlt mir ein bisschen, ne? Dieses Laufen. Halt, ne? Bitte sehr. Hallo, servus, wie geht's dir denn? Gut, siehst du, wenn du da bist, geht's mir immer gut. Kommt, ja, ja, gut. Ja. Fenster haben wir keine, aber. Ja. Jetzt, glaube ich, haben wir Glück gehabt. Das ist ja extra für dich reserviert. Hat er sich verändert? Immer der Herr Robert, wie wir ihn kennen, oder? Wie er lebt und lebt. Ja, ja, richtig. Ein Original bleibt ein Original. Ich grüße Sie, muss ich aufstehen natürlich. Welche gell? Freude. Ja. Ich grüße Sie. Grüß Gott, grüß Gott. Was machen Sie da? Wenn ich Sie sehe, geht es mir immer gut. Ihnen geht es auch gut. Was machen Sie da? Ja, alles in Ordnung. Gut. Wie geht es Ihnen, Bruder? Bleib sitzen. Ja. Da wenn wir Birkel wieder schreiben, genau. Haben wir eh ein Buch geschrieben. Haben Sie noch das gekauft? Nein. Ob ihn die Gäste des Landmann vermissen? Nachfolger im Schmähführen gäbe es ja genug. Es zur Meisterschaft eines Herrn Robert bringen, da fehlen zumindest noch ein paar Dienstjahre. Der Herr Robert hat die Gäste immer mit Herr Doktor, Herr Präsident und so weiter angesprochen. Ja. Das ist auch vorbei, oder? Ja, in der Menge wird es sicher nicht mehr so gemacht. Nein, es gibt schon die Doktoren und die Rechtsanwälte und die Kommerzialräte, die da reinkommen, aber bei Herrn Robert war halt jeder ein Doktor oder Direktor oder Generalsekretär. Das ist schön. Ja. Kommendatore und so weiter, Herr Baron und so weiter. Er hat Herr Baron zu Ihnen gesagt? Ja, hat hin und wieder Baron zu mir gesagt, ja. Herr Präsident auch? Hat er auch gesagt, ja. Ja. Herr Doktor? Nein, eigentlich nicht, weil ich bin kein Doktor. Ja. Aber er hat immer befördert. Er hat immer befördert und wenn er mich falsch befördert hätte, hätte ich also sofort gesagt, bitte, diesen Ausspruch brauche ich wirklich nicht. Ja? Herr Querfeld, wie hat er zu Ihnen gesagt? Junior. Junior-Chef, Junior, ja. Ja, eh nicht. Die mir jetzt ab und zu schmeicheln. Also ich reife ja in diesem Kaffeehaus. So kann ein Junior mehr zu mir. Ja? Stimmt es, dass er auch Lausbub gesagt hat? Lauser. Lauser. Ich glaube Lauser, Lausbub, ja. Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Das Landmann ist größer und heller geworden. Vor dem Traditionscafé steht jetzt ein mondäner Wintergarten. Rauchfrei, so wie das gesamte Lokal. Etwas, was sich der Herr Robert seinerzeit gewünscht hätte. Modern ist er geworden, sein alter Arbeitsplatz. Mit vielen Computern und freiem Internet. Junger Mann, kommen Sie mal her da. Ist es der Herr? Bitte. Sag mal, entschuldige, es gibt keinen Oberkönner mehr da? Nein. Wieso nicht? Die sind mit dir. Na, wieso? Ja, nein, weil keiner so ist wie du. Es gibt nur mehr Revierkönner, oder wie ist denn das? Ja, ja. Na, wieso? Aber wir brauchen alle selber nicht mehr tragen. Wir haben ein bisschen ein anderes System jetzt. Na, was habt ihr für ein System? Ja, wir haben also einen Revierkellner. Ja, und? Und die was tragen, die Weißbefragten. Die Weißbekleideten, die tragen. Jeder hat, genau. Also der tragt frei. Also, genau. Also so gesehen ist die Arbeit schon leichter geworden. Ist eher erleichtert worden, ist ja kein Wunder. Ne? Okay. Sie jetzt einmal hier einspielen, Herr Robert. Sag, was kostet der jetzt für mich? Für Sie geht auf Haus. Was? Ah, das geht auf Haus? Ja, ja. Ah, da, na, siehst du das. Der hat mir gerade gesagt, ob man es leisten kann. Sind Sie ein bisschen wehmütig, wenn Sie da schauen? Nein, ich möchte gerne arbeiten, glaubst du mir das? Wirklich, ich meine, das geht mir ja auch da, die Schmähviererei und so. Das ist ja, mit wem Sie reden bei mir zu Hause? Oder mit der Frau, das ist mir schon ein bisschen fad. Die Traktoren schaue ich immer in der Früh, begrüße, aber ich kriege keine Antwort von denen nicht. Das kann man sich nicht vorstellen. Auch wenn sein bewegtes Kellnerleben in einem Buch verewigt wurde. Mit dem Herrn Robert ist ein Stück Wiener Kaffeehauskultur verloren gegangen. Sind Sie froh, dass der Herr Robert in Pension ist? Ja, sag die Wahrheit. Was das ist eine Fangfrage jetzt, ne? Nein, ich habe mit Herrn Robert nie ein Problem gehabt. Wir haben gern gehabt. Ja, wir haben gern gehabt. Du sagst, fraust auch nicht, dass du glaubst, ein Lausbub. Aber der hat sich nie entschließen können, was für Freundin er hat. Zwei oder gehabt? Damals, die Zeit damals. Ist vorbei. Und jetzt, was ist jetzt? Bist du verheiratet? Nein, fast schon. Was? Fast. Wer ist denn die Klickelke? Die Frau Angelika. Von wo ist denn die? Aus Mexiko oder wo ist die? Nein, sag einmal, der hat ja Angst, der ist ja Wahnsinn. Der macht nicht fertig, das hat er damals schon kurz gemacht. Sag einmal. Der traut sich nichts sagen, ich weiß nicht warum. Na, sag mir das. Ich bin nervös. Ja, bitte geh mit Gott, aber geh. Gell? Ja, danke. Ja. Ja.
Na gut, jetzt sind wir fertig gemacht, gell?